In dem Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, geht es um eine einfache Frage ohne einfache Antworten. Es ist ein Buch über die Geschichte mit Lebensgeschichten der Wendezeit, in dem Zeitzeugen nach 25 Jahren auf die Wende zurückblicken. Es geht nun um das Buch: War das die Wende, die wir wollten? Ein Gespräch oder Gespräche mit Zeitzeugen, so der Untertitel. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Kurz zu Burga Kalinowski, der Autorin dieses Buches. Burga Kalinowski ist in Österreich geboren worden und in der DDR aufgewachsen. Sie lernte den Beruf der Bibliothekarin, sattelte dann um und ging ans Theater und entschied sich letztendlich doch für den Journalismus. Und nach der Wende war sie als Freiberuflerin für Fernsehen und Printmedien tätig und führte mit zahlreichen Personen Interviews, unter anderem mit Walter Momper, Friedrich Schorlemmer, Hans Modrow, Florian Habermann und Kalinowski selber lebt in Berlin. Komme ich jetzt einmal zum Inhalt des Buches. Kalinowski hat für ihr Buch War das die Wende, die wir wollten? Gespräche mit Zeitzeugen, ich halte sie nochmal schnell hoch. Über 50 Interviews mit Zeitzeugen und mit Zeitgenossen aus der DDR geführt, die die Wende miterlebt haben. Und hat diese gefragt, war das die Wende, die du dir vorgestellt hast, die sie sich vorgestellt haben? Hat die Wende ihren Erwartungen gesprochen? Und im Rückblick auf die Geschichte vor heute inzwischen, 30 Jahre nach der Wende, zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches, 25 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert Wende sozusagen, kann man Geschichte neu erleben mit einem Erkennen der eigenen Fehler, aber auch mit einem Erkennen der Möglichkeiten, die man zu dieser Zeit gehabt hat. Auch für die Zukunft, sei es jetzt für die 25 Jahre oder noch weiter darüber hinaus. Und es kommen in dem Buch Persönlichkeiten zu Wort aus Kultur, Politik, Wissenschaft und genau, wie zum Beispiel Peter Michel, Distel, letzter DDR-Innenminister, Matthias Brenner, Intendant am Neuen Theater in Halle an der Saale, Peter Brause und viele andere. Auch Diplomaten kommen zu Wort und die alle erzählen von Erlebnissen der Wendezeit, wie sie vor und nach der Wende gelebt haben, was sie vor und nach der Wende gemacht haben, wie ihre Erwartungen erfüllt oder enttäuscht wurden und wie sie die Stimmung in der DDR an sich wahrgenommen haben. Sei es in der DDR selber oder als Diplomat im Ausland, was mir da hängen geblieben ist, so dass man beispielsweise als in, ich glaube, Ungarn oder so, auf jeden Fall in einem der damaligen Ostblockstaaten, das irgendwie ja wahrgenommen hat, aber das irgendwie halt so unwirklich, unreal war. Und was ich sehr spannend fand, ich finde es immer spannend, so von Einzelschicksalen zu hören. Und genau. Komme ich jetzt einmal kurz zum Fazit des Buches. Das Buch War das die Wende, die wir wollten? Gespräche mit Zeitgenossen. Ist ein Buch, das in Form von Interviews, mit Persönlichkeiten aus einem breiten beruflichen Spektrum aufwartet, mit dementsprechend auch 50 unterschiedlichen Perspektiven auf die Wende, mit 50 unterschiedlichen Erfahrungen, Erwartungen, Enttäuschungen vielleicht auch, und das erzählt zu bekommen, ist schon sehr, sehr spannend. Und es gibt auch sozusagen einen gewissen Rückblick auf das Ende der
DDR auf das Ende der Geschichte der DDR und der Geschichte der DDR allgemein. Und das muss ich sagen, ist echt spannend. Und genau. Also, ich sage Tschüss, bis dann. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich glaube, das ist heute mal ein etwas kürzeres Video. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und einen Like oder eine Bewertung dazu lassen. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Und haut rein, macht's gut, bis demnächst und genau. Ciao, schönes Wochenende.